Plätze in der Bahn bleiben immer wieder leer neben mir. Ab und zu werde ich auch auf der Straße einfach offen angegriffen und beleidigt. Und ich erinnere mich noch bis heute daran, wie ich durch die Straßen von Berlin gelaufen bin und mir einfach jemand spontan ins Gesicht spuckte. Der Rechtsruck in unserer Gesellschaft schreitet unaufhörlich voran. Wir haben die Möglichkeit, rumzusitzen und nichts zu tun oder aktiv dagegen vorzugehen. Ich habe mich entschieden, dagegen was zu tun. Nach meinem Masterstudium an der Zeppelin-Universität in Politikwissenschaften habe ich mich auch ausbilden lassen als Diversity-Trainer. Und seitdem leite ich Seminare zu Rassismus, Diskriminierung und Vielfalt. Nun wurde ich eingeladen, an der Evangelischen Akademie Bad Boll das Gleiche zu tun. Und ich freue mich sehr über die Gelegenheit und wir legen hier jetzt richtig los. Als Evangelische Akademie in Bad Boll stehen wir für Toleranz und Vielfalt und Respekt. Und diese Vielfalt in der Gesellschaft ist unserer Meinung nach genau das, was die Gesellschaft auch stark macht. Und deswegen haben wir dieses Projekt Ausbildung interkultureller Lotsen ins Leben gerufen und Naku Leng als Experten dazu eingeladen. Und ein wichtiger Aspekt, den ich mit dem Historiker auch natürlich erwähnen muss, wenn wir darüber reden, wie Deutschland seine Geschichte schreibt. Es spielt überhaupt keine Rolle, wer wen diskriminiert. Ob ein Schwarzer einen Weißen diskriminiert oder eine Weiße einen Schwarzen, ob wegen Herkunft, wegen Religion, wegen Sexualität, Diskriminierung ist und bleibt falsch. Manchmal laufen solche Diskriminierungen aber auch ganz subtil im Hintergrund ab und wir sind uns gar nicht dessen bewusst. Deswegen sagen wir, bevor wir mit dem Finger auf andere zeigen, wie sie ihr Verhalten ändern sollen, müssen wir bei uns selbst anfangen. Und dafür haben wir uns zwei Partner ins Boot geholt, die ihrerseits sehr viel mit Vielfalt zu tun haben, nämlich die Johanniter Unfallhilfe und den Naturschutzbund. Vereinsmitglieder kommen zu uns, werden geschult und sollen helfen, ihren Verein fit für das Heute und das Morgen zu machen. Los! Bitte findet eure Zitronen. Also, ich würde sagen, Zitrone. Wir als Johanniter kommen immer wieder mit Geflüchteten in Berührung. Der Rettungsdienst, wenn sie in Haushalte kommen, wo es Verletzte oder Kranke gibt, manchmal auch in muslimische Haushalte, wo dann die Muslimen zum Beispiel darum bitten, dass der Rettungsdienst die Sicherheitsschuhe auszieht, was sie nicht dürfen, dann gibt es immer wieder Missverständnisse. Von den interkulturellen Lotsen versprechen wir uns, dass sie quasi Mittler sind, dass sie helfen, Konflikten vorzubeugen, Unsicherheiten abzubauen im Umgang mit Menschen mit Migrationshintergrund, dass sie im Sinne der Ordensregel auch handeln, also christlicher Nächstenliebe, für hilfsbedürftige Menschen, egal welcher Nationalität, Herkunft oder Religion. Und sie sollen natürlich Mittlerpersonen sein, nach innen in den Verband für andere Mitarbeiter und nach außen für das Thema Vielfalt. So erlebt ihr das im Alltag, Begriffe für bestimmte Gruppen verwandt werden und für andere nicht. Ihr habt 15 Sekunden. Warum wir uns als Naturschutzbund an dem Projekt beteiligen? Natur ist was Wertvolles, Artenvielfalt ist was Wertvolles und diese Werte wollen wir gern anderen Menschen mitteilen, anderen Menschen, die vielleicht eine andere kulturelle oder familiäre Herkunft haben. Denn unser Ziel ist es, die gesamte Gesellschaft zu erreichen. Alle Menschen, die hier herkommen, hier unsere Natur genießen wollen, genießen können. Wenn die interkulturellen Lotsen zurückgehen in die Gruppen vor Ort, dann ist die erste Aufgabe, glaube ich, einfach mal den Kontakt zu knüpfen zu den Neubürgern, die abzuholen zu Hause, also räumlich abzuholen, aber auch mental abzuholen und natürlich auch weitere Aktive für unsere Zwecke zu gewinnen. Identität kommunizieren, die ich gar nicht kommuniziert habe. Mit dem Seminar wollen wir einen Stein ins Rollen bringen. Meine Vision ist, dass alle hier lebenden Menschen selbstverständlich und konstruktiv am gesellschaftlichen Leben in Deutschland teilnehmen können. Und zwar ohne Vorurteile und ohne Diskriminierung. Schluss! Aus!